Okay. Wie können wir helfen? Frag da nicht mich. Ich hatte nicht mal beim Sonnenuntergangsfestival Ratschläge parat. Und da hatte ich noch magische Kräfte. Wir drei sind so gut wie nutzlos. Zumindest Thorax weiß, wo wir hin müssen. Leute. Wir haben uns verlaufen. Na, großartig. Dann bleiben wir einfach hier sitzen und warten darauf, dass die Wechselponys all unsere Liebe aufsaugen. Oder was sie sonst Ekelhaftes tun. Wie oft habt ihr denn in der Regel so Hunger? Seit ich Spike getroffen habe, war ich nicht mehr liebeshungrig. Aber Wechselponys haben immer Hunger. Von Liebe kriegen wir nie genug. Na, das ist ja richtig super. Aber du bist jetzt nicht mehr hungrig, oder? Aha. Seit ich ein paar Freunde gefunden habe, habe ich die ganze Sache mit dem Liebefressen irgendwie vergessen. Haben sich dadurch vielleicht sogar deine Flügel verändert? Ich denke schon. Ich würde ja gern hier sitzen bleiben und weiter mit euch über Fressen und Nichtfressen reden. Aber ich muss endlich meine Fluttershy retten! Kannst du nicht ein bisschen leiser sprechen? Wegen dir werden wir noch gefangen. Ach, das sagst du dauernd, aber ich habe seit unserer Ankunft noch kein Wechselpony zu Gesicht bekommen. Und was ist das? Eine Wechselpony-Patrouille! Das scheint mir einer der Momente zu sein, in dem wir einen Plan brauchen. Was für einen Plan? Wir haben keine Magie und meine Zauberkünste werden uns wohl kaum retten. Du hast doch diese Rauchbomben. Soll das ein Scherz sein? Sucht ihr vielleicht nach einem Pony? Was Besseres habt ihr nicht auf Lager? Nicht wirklich groß und mächtig, aber effektiv. Herzlichen Dank. Trampeliges Drachenpony. Ach, können wir uns nicht ein anderes Codewort einfallen lassen? Das war ein ziemlich guter Plan. Aber wir wissen immer noch nicht, wo wir hin müssen. Vielleicht ja doch. Zwei der Wechselponys sind nicht mit verschwunden. Da Eindringlinge hier sind, wollen sie natürlich die Königin beschützen. Gut erkannt, Starlight. So, und jetzt gehen wir da rein. An den Wachen kommt niemand vorbei, selbst wenn wir es versuchen. Sie werden uns sicher entdecken. Dann müssen wir versuchen, sie abzulenken. Aber sicher nicht mit Rauchbomben. Normalerweise bin ich die beste Ablenkung, die es gibt. Aber ohne Magie. Du solltest dich nicht unterschätzen. Hallo, Wechselponys und Wechselfohlen. Glaubt mir, ich bin genauso überrascht, hier zu sein. Als ich hörte, dass ich vor Wechselponys auftreten soll, war ich total aus dem Häuschen. Na Leute, wie wär's mit einer Runde Applaus? Nein, im Ernst, ich hatte schon mal schwierigeres Publikum, aber noch nie eins, bei dem die Nerven derart blank lagen. Nicht gut? Ist das Ding wirklich an? Na bitte, wenn ihr meint, ihr könnt das alles besser, tut euch keinen Zwang an. Es ist fast lächerlich, dass das funktioniert hat. Es ist immer wieder toll, wenn man so treue Fans hat. Ich muss eine neue Show vorbereiten, wenn ich Fluttershy gerettet habe. Bitte, Hilfe! Fluttershy! Discord, ich klemme fest. Oh, tust du wirklich? Ich sollte dich befreien. Aber... Aber was? Aber du bist ganz offensichtlich nicht Fluttershy. Oh. Ich bin zufällig von der Gruppe getrennt und laufe genauso zufällig dem Pony über den Weg, das mir am wichtigsten ist. Man riecht meilenweit, dass das eine Falle ist. Stimmt. Du hast recht. Nein, du darfst mir natürlich auf keinen Fall vertrauen. Ja, geh und such die anderen. Ich kann dich verstehen. Oh, komm
Morgenshow. Wir sind wahrscheinlich alle Wechselponys.